Seit mittlerweile mehr als einem Jahr setzt sich Fineo gemeinsam mit unseren FörderpartnerInnen für ein wirkungsvolles zivilgesellschaftliches Engagement in der Pandemie und grundsätzlich in Krisenzeiten ein. Im vergangenen Jahr haben wir unter anderem einen privat finanzierten Corona-Hilfsfonds ins Leben gerufen, der den Fokus besonders auf Organisationen gerichtet hat, die bei staatlichen und weiteren Förderprogrammen durch das Raster fallen. Im Ergebnis für 2020 haben wir den Erhalt von 32 Non-Profit-Organisationen nachhaltig gesichert und im Laufe dieses Prozesses haben nicht nur die Organisationen dazu gelernt, sondern wir auch. Diese Erkenntnisse möchten wir nun in die Öffentlichkeit tragen und daraus lernen. Für diese Zwecke haben wir neben dem stetigen Austausch mit der Zielgruppe in der Pandemie Interviews mit allen geförderten Organisationen durchgeführt und sind äußerst dankbar für die Offenheit und Transparenz der Organisationen sowie für das Vertrauen, das sie uns gegeben haben. Dabei haben wir Fragen gestellt bezüglich ihrer Herausforderungen in der Pandemie, bezüglich ihrer Wünsche für die Zukunft und den Potenzialen, die sie trotz dieser schwierigen Zeiten entdecken konnten. Hier sind drei der geförderten Organisationen, denen wir genau diese Fragen gestellt haben. Wir standen natürlich wie alle Unternehmen, wie alle staatlichen Einrichtungen oder Organisationen vor ganz großen Herausforderungen. Unser Verein besteht seit 20 Jahren und wir waren noch nie vorher in einer Situation, dass wir so finanzielle Einbrüche erlebt haben. Wir konnten ja keine unserer Veranstaltungen stattfinden lassen und so auch unsere Fixkosten nicht einspielen. Das heißt also, wir waren wirklich auf Förderungen angewiesen. Und wir haben alles Mögliche versucht. Wir hatten große Probleme mit der Unverlässlichkeit der Stadt oder des Landes. Diese ganzen staatlichen Stellen waren entweder nicht erreichbar oder haben 9 Monate überhaupt keine Antwort gegeben. Die einzige Möglichkeit, die sich uns bot, war durch Fineo ihre Förderung zu erhalten. Die hat uns im Januar wirklich überleben helfen. Also es war nicht, dass es um Erleichterungen ging, unsere Vereinsarbeit, die wir seit 20 Jahren erfolgreich betreiben, weiter fortsetzen zu können, sondern es ging darum, ob wir schließen müssen. Und das nach 20 Jahren. Also ohne diesen Zuschuss hätten wir zumachen müssen. Das kann ich ganz klar sagen. Die Großen sind eigentlich dauerfinanziert. Das wisst ihr genauso gut wie wir. Und es ist natürlich immer schade, wenn kleine Projekte, die, ich sag mal, in der Nachbarschaft zum Beispiel helfen, einfach übersehen werden. Also ich meine, wir sind ja nun, ich sag mal, fast europaweit tätig. Manchmal sogar weltweit. Aber mit so einem geringen Budget, dass wir tatsächlich gelernt haben, aus einem Euro 6 zu machen. Und das müssen die Großen, das müssen die gar nicht. Wir waren wahrscheinlich nicht das einfachste Projekt, was Fineo jemals zu sehen bekommen hat. Und die Arbeitsprozesse waren wirklich leicht verständlich, für jeden verständlich. Und das würden wir uns im Grunde bei jedem Förderungsprozess irgendwo wünschen, nicht nur in Krisenzeiten, sondern grundsätzlich. Im Prinzip kann ich sagen, dass der Corona-Hilfsfonds uns als Verein das Überleben gesichert hat. Durch die Digitalisierung, die natürlich auf uns alle zugekommen ist, hatten wir ganz, ganz stark die Hintergrundarbeit zu leisten, um dann Fortbildungen und Kindersprachkurse für Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren durchführen zu können. Das erfordert ein hohes Maß an Neustrukturierung. Und es hat uns geholfen, dass wir diese Hintergrundarbeit, die wir da leisten mussten, einfach durchführen konnten. Vielen Dank dafür. Bei euch ist es einfach tatsächlich niederschwellig gewesen. Das heißt, der Einstieg war leicht, das Verständnis war leicht, das Projekt lief tatsächlich auf Augenhöhe ab. Wir sind uns an keinem Punkt wirklich als Hilfeempfänger vorgekommen, sondern tatsächlich so, dass man uns geschätzt hat, so wertgeschätzt hat. Und das hast du leider nicht in allen Fördergremien. Der Wunsch geht natürlich dahin, man möchte gesehen werden mit seiner Arbeit. Und man braucht eine Antwort, die man verwerten kann. Also auch wenn es eine Ablehnung gibt, möchte man natürlich auch wissen, warum wurde abgelehnt. Weil wenn man die Chance hat, wie bei Fineo, sich auch mal erklären zu können,
ausholen zu können, wenn da Zeit bleibt, den Arbeitsablauf zu beschreiben, dann wird jeder sehen, diese Organisation fällt nicht raus aus dem Raster, sondern da gibt es Möglichkeiten, die zu fördern. Wir brauchen mehr Kommunikation und mehr Offenheit miteinander. Man hatte keine Angst sozusagen in der Kommunikation und das war für uns großartig, denn es war ein Gefühl von, es ist ein Prozess auf Augenhöhe. Und das ist natürlich nicht immer gegeben, wenn man Gelder beantragt und unsere Arbeit, unsere wirklich wichtige gesellschaftliche Arbeit durchzuführen. Und von daher, ja, das war für uns das Wichtigste, dass diese Klarheit da war, die Austauschmöglichkeit und die Kommunikation auf Augenhöhe. Das war super. Ja, wir sind seit vielen Jahren mit ganz vielen Preisen überschüttet worden. Das freut uns, das ehrt uns. Aber wir würden sie gerne eintauschen gegen finanzielle Hilfe, weil dann können wir unseren Frauen wirklich helfen. Und Vielfältigkeit ist wichtig. Wir brauchen alle eine Zuwendung und die sollte möglichst gleichberechtigt auch verteilt werden. Das ist so meine Botschaft, weil sonst kriegen wir gar nichts, egal wie gut wir arbeiten. Wir fallen einfach sonst durchs Raster. Das ist meine Botschaft. Dadurch, dass wir auf Augenhöhe gearbeitet haben mit Finio, war es für uns einfacher und auch verständlicher, die Prozesse zu sehen, die hinter einem solchen Förderfonds stehen. Im Gegenteil hat sich Finio eben viel Zeit genommen, um unsere Strukturen zu verstehen, was dann dazu geführt hat, dass wir also auch wirklich auf Augenhöhe gearbeitet haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre für uns als gemeinnützige Organisationen sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht als Bittsteller fühlen müssen für diese wichtige gesellschaftliche Arbeit, die wir leisten. Das ist der eine Punkt. Das machen viele Organisationen auch schon sehr gut, viele Geldgeber, aber manchmal fühlt es sich eben doch noch ein bisschen kritisch an. Und das andere ist, dass die Hintergrundarbeit als Teil des Ganzen gesehen wird. Keine Waschmaschine besteht nur aus Material, sondern da stecken viele Prozesse im Preis drin. Und so ist es bei Dienstleistungen natürlich auch. Deswegen wäre es super, wenn Geldgeber auch Hintergrundarbeit, sprich Personalkosten finanzieren würden. Das wäre mein ganz großes Anliegen.